Heute beantworte ich eure Fragen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen aus meinem Wohnzimmer, wie angekündigt. Ja, ich habe absolut keine Videoidee. Ich habe keine Ahnung, was ich euch heute zeigen soll, also jetzt an diesem Dienstag, weil ich ja jetzt an diesem Wochenende, das ist heute Samstag, wo ich dieses Video aufnehme, zu Hause bin und keine große Unternehmungen oder sowas mache. Also ich gehe vielleicht heute Abend mal die Polarlichter gucken, weil alle haben die Polarlichter gestern von Freitag auf Samstag gesehen und ich habe früh geschlafen. Ich wusste davon auch nichts, sonst wäre ich vielleicht nochmal aufgestanden. Also drücke ich mir jetzt selbst die Daumen, dass heute in der Nacht von Samstag auf Sonntag nochmal was zu sehen ist. Also ich gehe raus. Wenn ihr was gesehen habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich habe so viele tolle Bilder gesehen und bin etwas neidisch. Ich hoffe, dass ich irgendwie nachlegen kann und das selber auch noch mit eigenen Augen heute Abend sehen kann. Ja, Familie und morgen ist Muttertag und meine Schwester ist zu Gast. Klar, werden wir so ein bisschen was unternehmen, aber jetzt nichts, wo ich jetzt sage, boah, ich muss jetzt die Kamera mitnehmen und daraus einen Vlog bauen, weil ich mich jetzt nicht aus allen Sachen irgendwie, was ich noch so privat mache, dann natürlich dann die Kamera mitnehmen, gerade wenn es um Familie geht und so, kann die Kamera ruhig mal in der Tasche bleiben. Von daher habe ich euch bei Instagram darum gebeten, stellt mir doch einfach Fragen. Ein Monat ist ja schon fast wieder rum, seit dem letzten Q&A, und einmal im Monat geht es ja darum, eure Fragen zu beantworten, und der Tag ist jetzt heute gekommen. An diesem Dienstag, wo ihr jetzt dieses Video seht. Und ja, ihr habt mir fleißig Fragen gestellt. Ich habe mir wieder einige rausgepickt. Tatsächlich auch mal ein paar, die ich noch nicht beantwortet habe oder vielleicht auch schon länger nicht beantwortet habe. Von daher kann man da einfach dann nochmal drauf schauen. Und ja, die werde ich euch dann jetzt in diesem Video beantworten. Wir starten jetzt einfach mal. Wie viele Tage sollte man einplanen zum ersten Mal mit einem Kind? Ob jetzt mit Kind oder ohne Kind, empfehle ich immer, wenn man ins Disneyland Paris fährt. Ich denke mal, darum geht es jetzt in dieser Frage. Da wurde jetzt nicht explizit nach dem Disneyland gefragt, aber darum geht es, denke ich mal. Empfehle ich immer ein Wochenende. Freitags anreisen, Samstag den Tag verbringen, sonntags dann den Tag da verbringen und vielleicht freitags auch schon in den Park oder vielleicht den Montag. Also ein langes Wochenende zum ersten Mal oder wenigstens ein normales Wochenende würde ich da schon empfehlen. Mit oder ohne Kind, das kommt eigentlich aufs Gleiche hinaus, weil das Erlebnis ist eh im Disneyland für alle gleich. Also von daher, plant ein Wochenende ein, wenn ihr das erste Mal fahren wollt. Viele von euch machen vielleicht auch mal nur eine Tagestour. Kann man auch mal machen, um so reinzuschnuppern, ja. Aber an einem Tag kann man unmöglich alles erleben. Es sind zwei Parks, klar. Die Walt Disney Studios, die Disney Adventure World ist natürlich jetzt kein richtig großer Park jetzt wie der Disneyland Park. Aber es gibt einige Shows und die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und ab dem 25. Mai gibt es ja dann auch noch die Alice im Wunderland Show in den Studios. Also auf jeden Fall, mach das lieber mit einem ganzen Wochenende. Welches Disney-Hotel kannst du weiterempfehlen? Mit den Disney-Hotels, das wisst ihr, die Frage habe ich ja schon oft beantwortet und da ist auch jetzt wieder eine Frage dabei gewesen, ob ich so ein Ranking erstellen kann. Ich finde die Disney-Hotels leider zu überteuert und für das, was man da bezahlt, einfach nicht wert. Ja, ich war im Disneyland-Hotel und das ist auch das Hotel, was ich empfehlen würde, weil das einfach eine komplett Experience ist mit den Prinzessinnen, mit den Restaurants dort, mit der Bar und allem möglichen, was man da so erleben kann in diesem Hotel. Ist das klar wirklich was Besonderes? Ob es das Geld wert ist? Ja, das ist natürlich die andere Frage. Es ist wahnsinnig überteuert. Wenn man jetzt nicht ins Disneyland Hotel will, dann natürlich schon eine Stufe drunter. Das Hotel New York, The Art of Marvel, auch ein richtig tolles Hotel, aber auch wahnsinnig teuer. Dann kommen wir schon zum Newport Sequoia Lodge, Santa Fe und Cheyenne und zu Davy Crockett Ranch. Also ich buche kein Disney Hotel, wenn ich es nicht machen muss. Das ist erstmal das Fakt, aber das wisst ihr, das habe ich auch schon oft gesagt. Und wenn ihr was Gutes, Günstiges wollt, dann würde ich die Davy Crockett Ranch, gerade jetzt im Sommer, finde ich die eigentlich immer sehr, sehr schön. Und die wird ja jetzt auch bald renoviert. Und ja, das Hotel Santa Fe kann ich empfehlen. Ich kann das Cheyenne auch empfehlen. Ich kann das Newport empfehlen, da gehe ich gerne hin. Alles außer die Sequoia Lodge. Die Sequoia Lodge ist irgendwie so gar nicht mein Hotel. Da war ich zweimal und ich glaube, ich würde kein drittes Mal buchen. Lohnt sich, die eine Stunde vorher in den Park reinzugehen, wenn man in einem Disney-Hotel übernachtet? Die Magic Hour, ja, natürlich lohnt es sich. Also gerade jetzt so am Wochenende und so, wenn sehr, sehr viel los ist oder so, dann habt ihr so einen kleinen Vorteil, könnt das ein oder andere schon mal machen, bevor die komplette Masse nach Öffnung des Parks in den Park geht. Also ich würde schon vorschlagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Magic Hour zu besuchen, dann macht das auch, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Silver Star Steakhouse Empfehlung von dir oder eher nicht? Ja, das Silver Spur Steakhouse ist tatsächlich mein Lieblingsrestaurant im Disneyland Park. Ich liebe dieses Restaurant. Da gehe ich immer noch gerne hin, auch jetzt nach der OP. Ich bin da vor der OP gerne hingegangen. Ich mag einfach dieses Setting vom Frontierland. Ich mag einfach das Essen dort. Ich finde die Steaks super. Ich mag diesen Grillgeruch. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Meine absolute Empfehlung im Disneyland Park, das Silver Spur Steakhouse. Ja, gehst du auch noch in den Trips Drill? Da bin ich tatsächlich so ein bisschen am drüber nachdenken, das in den nächsten Wochen vielleicht umzusetzen, weil ich habe ja noch einen Gutschein von den Mädels von vor 2 Jahren geschenkt bekommen. Den muss ich jetzt mal einlösen. Und das wird wahrscheinlich
wahrscheinlich in den nächsten Wochen tatsächlich dann mal passieren. Wenn ich dazu ein genaues Datum weiß, dann werde ich dazu auch dann nochmal bei Instagram was schreiben. Wenn ihr mir bei Instagram noch nicht folgt, dann macht das gerne mal. Daniels Parks and More heiße ich dort auch. Wart ihr, Moni, Brina und so weiter, schon vorm Vloggen befreundet oder habt ihr euch dadurch erst kennengelernt? Wir waren vorm Vloggen auf jeden Fall schon befreundet. Simone hat ja YouTube schon vor uns gemacht, also vor Brina und auch vor mir. Wir haben uns durch Instagram kennengelernt und durch das Inside Ears Team und so. Und so sind wir halt eben in Kontakt gekommen. Dann kam Corona, da sind wir sehr, sehr eng miteinander geworden, weil man konnte ja nichts mehr machen. Wir haben jeden Abend stundenlang telefoniert und so. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Dann kam ja Clubhouse und so mit dazu. Und so haben wir uns kennengelernt. Und nicht durch die Vlogs, sondern durch Instagram, würde ich mal sagen. Und durch das gemeinsame Hobby, was wir immer noch pflegen. Was denkst du, wann die Renovierungen von Sequoia Lodge und Disney's Davy Crockett Ranch abgeschlossen sind? Da kann ich keinen Zeitrahmen zu sagen. Disneyland und Renovierungen und Zeitpläne oder so, da wissen wir ja immer, das kann dauern und das wird in dem Fall garantiert auch dauern. Also da kann ich keinen Ausblick geben. Wie ist dein aktuelles Ranking der Hotels in Disneyland Paris? Ja, habe ich ja eben schon gesagt, auf der Nummer 1 würde ich sagen, ist das Disneyland Hotel, auf der 2. Der Newport Bay Club liebe ich, finde es richtig toll, dieses Hotel. Dann kommt schon, das Hotel New York, die Art of Marvel, würde ich sagen. Dann Cheyenne, dann die Davy Crockett Ranch und zum Schluss würde ich sagen Santa Fe. Das ist so mein Ranking. Ich habe, glaube ich, jetzt die Sequoia Lodge hab ich vergessen, ne? Habe ich sie gesagt? Ich weiß nicht, schaut euch mal. Also Sequoia Lodge ist so im Mittelfeld, aber wie gesagt, ist jetzt nicht mein favorisiertes Hotel, habe ich ja gerade eben schon mal gesagt. Dein liebstes Restaurant im Disneyland Paris? Ja, es ist tatsächlich das Silver Spur Steakhouse im Disneyland Park. Ich gehe gerne zu Jeremie in den Walt Disney Studios und ja, ich finde auch das Marianne, also das Bistro, nicht Marianne, das Rosalie, Bistro Rosalie im Disney Village sehr gut. Von allen Restaurants natürlich auch das Downtown im Hotel New York, die Art of Marvel auch ein sehr, sehr tolles. Das Manhattan ist auch ein sehr, sehr schönes Restaurant. Aber ich glaube, wenn ich ein Restaurant rausnehmen müsste, so im Disneyland Park, dann wie gesagt Silver Spur Steakhouse. Von allen Restaurants im kompletten Resort ist es, glaube ich, dann natürlich das Table de Lumière. Weil das war wirklich, das war bis jetzt das schönste Restauranterlebnis, das ist das Restaurant im Disneyland Hotel. Deine drei liebsten Attraktionen im Europapark. Ja, meine drei liebsten Attraktionen im Europapark. Auch immer schön, dass mal so Europapark-Fragen kommen und ich bekomme immer so viele Nachrichten zum Europapark. Ja, fährst du jetzt auch nicht mehr ins Disneyland Paris? Bist du jetzt ein absoluter Europapark-Fan geworden? Leute, das Disneyland Paris ist immer in meinem Herzen. Ich fahre da einmal im Monat hin. Ja, und da wird sich auch nichts dran ändern. Aber ich bin offen und ich möchte auch gerne andere Parks erleben und habe tatsächlich, und das habe ich auch schon gesagt, auch den Europapark lieben gelernt über all die ganze Zeit. Und jetzt gerade mit Voltron und so ist es für mich einfach was ganz, ganz Besonderes und ich fahre da einfach sehr, sehr gerne hin. Und ich fahre auch gerne in andere Freizeitparks. Ich fahre gerne in den Holiday Park, ich fahre gerne in den Heidepark, ins Phantasialand, zum Efteling und was weiß ich alles. Also ich binde mich da nicht so fest. Natürlich ist das Disneyland Paris immer bei mir auf der Nummer 1. Aber ich bin da auch offen in anderen Parks und wenn wir jetzt über den Europapark reden, meine Nummer 1 ist natürlich Voltron Nevera. Ich liebe Voltron. Also das ist wirklich für mich die beste Achterbahn, habe ich ja schon mal gesagt, auf Platz 2 im Moment Taron. Und das kann natürlich nächste Woche abgelöst werden durch Tutatis im Park Asterix. Also das wird noch sehr, sehr spannend. Auf Platz 2 im Europapark ist, glaube ich, dann auch schon Arthur. Ich liebe diese Achterbahn. Auch das ist halt eben diese Mischung aus Achterbahn und Dark Ride Part und so. Einfach richtig toll. Finde ich richtig gut umgesetzt. Eine ganz, ganz tolle Attraktion, die ich auch sehr, sehr liebe. Und ich glaube, auf Platz 3 ist dann schon Blue Fire. Also die Attraktionen, die Achterbahnen und so im Europapark sind schon toll. Silver Star und so bin ich ja jetzt auch gefahren. Auch jetzt am Donnerstag dann nochmal. Aber die würde ich jetzt nicht so mit ins Ranking nehmen, weil klar, rauf, runter, Kurve, dann ist ja schon vorbei. Aber es ist keine schlechte Attraktion, aber in den Top 3 ist er halt eben nicht mit drin. Was ist dein liebstes Stück aus deiner Merch-Sammlung? Oh, ich habe, glaube ich, kein wirklich liebstes Stück, aber wenn ich eins raussuchen müsste und ich mich jetzt hier gerade umschaue, sind es auf jeden Fall die Bilder, die ich so an der Wand habe, diese Sammlerbilder, die immer nummeriert und limitiert sind, die es immer in regelmäßigen oder in unregelmäßigen Abständen gibt. Da habe ich hier ja das vom Hotel New York, dann habe ich das vom 30. Geburtstag hier an der Wand hängen, dann habe ich das vom 25. Geburtstag von Star Tours, sehe ich, das vom 30. Geburtstag mit dem Schlüssel, da gibt es ja zwei tatsächlich, das mit Space Mountain habe ich hier hängen, dann vom Big Thunder Mountain oder vom Frontierland das Bild, also das sind so schon die Dinger, die, an denen mir mein Herz hängt und natürlich, wenn ich jetzt eine Figur raussuchen würde, dann ist es das Phantom Manor House von Kevin und Jody. Das ist so das schönste Stück, glaube ich, was ich habe und dann kommen noch so viele andere Sachen, wenn ich mich hier umschaue, aber das habe ich euch ja auch schon alles mal gezeigt. Dein Hotelfavorit in der näheren Umgebung vom Disneyland.
Ja, ums Disneyland herum sind ja sehr, sehr viele Hotels. Und ich buche ja immer ziemlich günstig, weil ich immer dann so mir denke, du bist den ganzen Tag im Park unterwegs. Meistens bis 22, 23 Uhr. Dann kommst du ins Hotel, schneidest vielleicht ein Video, schläfst, stehst morgens auf und gehst wieder. Also ich nehme mir nicht wirklich viel Zeit in den Hotels. Oder ich genieße auch nicht die Vorzüge, die man in so einem Hotel hat. Das habe ich gemacht, als ich im Disneyland Hotel war, aber mache ich sonst nicht. Wenn ich Empfehlungen habe, dann auf jeden Fall die Campanile Hotels, die B&B Hotels, die so ums Resort drumherum sind. Holiday Inn gibt es ja auch mittlerweile. Die sind schon toll. Ibis finde ich ganz toll. Ich finde alles, was so am Val d'Europe oder so gelegen ist, ganz toll. Habe euch ja auch tatsächlich auch schon mal Ferienwohnungen gezeigt, also Apartments, die man buchen kann. Auch die sind richtig toll. Aber ich glaube, so die Campanile Hotels, das sind so die, die ich so mit bevorzuge. Da ist die Preis-Leistung einfach top. Kannst du dich noch an deine erste Fahrt von Space Mountain erinnern? Ja, das war 1995. Das war tatsächlich bei der Pre-Opening-Phase damals von Space Mountain. Space Mountain hatte noch nicht offiziell offen und das war, ich weiß nicht, ob das Jahreskarten und sowas waren. Und wir sind tatsächlich morgens angesprochen worden, mein Vater und ich. Und wir durften Space Mountain fahren 1995 und das war richtig toll, weil ich liebe das immer noch, dieses alte Setting von Space Mountain, das von der Erde bis zum Mond, Jules Verne, de la Terre à la Lune, so hieß es ja damals, mit dieser tollen Werbung im Fernsehen. Im Mickey Mouse-Heft war darüber einen Bericht, also ich erinnere mich da noch dran, als ob es gestern gewesen wäre. Es war was ganz Besonderes. Und du hast dazu ja auch noch eine zweite Frage gestellt: Konnte man früher wirklich von der Warteschlange aus Space Mountain die Halle reinschauen? Ja, es gab so eine Art Besucherterrasse, wie so ein Balkon, wo man praktisch so einen Schritt in die Halle reingehen konnte und man konnte dann das Setting, das innere Setting und die Bahn dann sehen. Es war natürlich sehr, sehr dunkel, sehr, sehr laut und so, aber man konnte tatsächlich dann so ein bisschen was sehen. Ich habe die Musik immer noch im Ohr. Es war einfach eine ganz, ganz tolle Stimmung, als dann Mission 2 rauskam mit der Supernova und so. Ja, das war auch alles nicht schlecht, aber da hat mich schon so ein bisschen das Herz geblutet, weil ich dann nie verstanden habe, warum hat man das gemacht. Dieses Jules Verne-Thema im Discoveryland und so, dieses Land der Entdecker und so. Das war ja irgendwie so gesetzt. Warum musste man das irgendwie ändern? Aber keine Ahnung. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass aus diesem Hyperspace Mountain, den wir ja jetzt haben, den ich jetzt überhaupt gar nicht mehr so sehr mag, den ich ja letztes Mal noch gefahren bin und der so ultra krass geschlagen hat, ich hoffe immer noch darauf, dass irgendwann der La Terre à la Lune zurückkommt und wir nochmal wirklich von der Erde bis zum Mond mit Space Mountain reisen können. Das würde ich mir sehr wünschen und einigen von euch, die das tatsächlich auch nicht kennen, würde ich das auch wünschen. Wie sieht die Hundebetreuung im Disneyland Paris aus? Ich habe keine Ahnung, tatsächlich habe ich mich damit noch nie befasst. Ich weiß, dass es das gibt vorne am Parkplatz, aber wie das aussieht, kann ich leider nicht beantworten. Wo hast du denn zu deinen schwersten Zeiten deine Disney-Kleidung gekauft? Ja, das ist eine gute Frage. Wo habe ich Disney-Kleidung gekauft, wo ich halt noch fülliger war als jetzt? Ich habe bei Amazon und sowas geschaut, T-Shirts in 4, 5XL oder so gekauft. Das waren aber dann meistens keine offiziell lizenzierten Sachen, sondern irgendwas, wo was draufgedruckt war. Das war sehr, sehr schwer. Ich habe nicht wirklich viel Disney-Kleidung gehabt. Schuhe, ja, weil Schuhe passen irgendwie allen, ne? Also das war jetzt nicht so das Problem, aber Disney-Kleidung tatsächlich dann bei Amazon, aber Spirit Jerseys und so, das hat mir ja alles nicht gepasst. Also ich hätte mich vielleicht in so ein XXL Spirit Jersey reinzwängen können, aber hätte dann ausgesehen wie so eine Fleischwurst oder so eine Leberwurst im Golddarm. Und das wollte ich dann auch nicht, weil man hat ja dann versucht, wenn man dann übergewichtiger war, mit großer Kleidung oder so das zu kaschieren, dass man nicht gesehen wird, dass man dick ist, ne? Obwohl das ja totaler Schwachsinn ist. Aber ja, das war tatsächlich ein bisschen schwierig alles und ich konnte mir tatsächlich nicht wirklich viel Disney-Kleidung dann kaufen. Warum hast du damals mit YouTube überhaupt erweitert? Ja, das ist einfach so gekommen. Auch durch Corona, glaube ich, ist das gekommen. Simone hat ja immer noch Videos gemacht und da war ich dann auch immer Besucher, vielleicht mal zu sehen. Und mit Vivi und Kevin habe ich das ja auch immer gesehen und wir haben ja dann in der Corona-Zeit auch mal Videos zusammen aufgenommen. Und dann ging das Disneyland Paris wieder auf und einige haben mich auch immer wieder gefragt, warum machst du eigentlich kein YouTube? Du machst ja viele Stories und so, du könntest doch auch YouTube machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, beim ersten Tag nach Corona, was heißt nicht nach Corona, an dem es Disneyland Paris wieder geöffnet hatte, in der Corona-Zeit, sagen wir es besser so, habe ich dann gesagt, okay, ich habe mir so eine DJI Osmo Pocket gekauft und dachte, jetzt machst du mal einen Vlog und schaust einfach mal, wie das ankommt. Und habe dann ja auch euch bei Instagram gefragt oder auch bei YouTube, wenn dieser Vlog ankommt, dann mache ich weiter. Sollte er nicht ankommen, keine Views erzielen und so, dann ist dieses Thema auch für mich gegessen. Auf jeden Fall habe ich diesen Vlog gemacht und er kam sehr gut bei euch an. Eine Woche später war ich wieder im Disneyland Paris, war dann im Hotel New York und so, nicht im New York, im Newport, habe Videos gemacht und die kamen einfach gut an. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ja, das macht ja doch irgendwie Spaß, seinen Content damit zu erweitern, solche Filme zu produzieren und habe mich dann auch immer weiter da reingefunden, habe mein Equipment erweitert und so und mittlerweile ist einfach das auch wirklich, was mir Spaß macht. Das macht mir teilweise sogar viel mehr Spaß als Instagram und die Reaktionen und so sind da einfach auch viel schöner und ich kann auch immer noch mal viel weiter mehr rausgeben, ne? Also jetzt das letzte Video, was ihr gesehen habt, war so ein Tipps und Tricks Video wieder mit Dingen, die ihr machen solltet oder beachten solltet 2024. Solche Videos sind ja wie in der Suchmaschine
Maschine dann verankert. Wenn ich sowas in der Story und so sage, sind die Sachen meistens nach 24 Stunden wieder weg. Ich könnte die zwar in die Highlights reinpacken, das ist schon richtig, aber wer schaut wirklich von euch in die Highlights? Mache ich auch nicht. Ne? Also da ist tatsächlich YouTube irgendwie nochmal ein bisschen dankbarer und es macht mir einfach auch mehr Spaß und ich spreche damit einfach auch nochmal eine größere Gruppe an und generiere dadurch natürlich dann auch nochmal ein größeres Publikum, was mich echt sehr freut und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass es sich so entwickelt hat und vielleicht schaffe ich ja in diesem Jahr noch die 10.000 Follower. Wenn ja, würde ich mich mega, mega freuen. Deshalb sage ich immer wieder gerne, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ich wollte mich jetzt gerade schon verabschieden. Nein, lasst einfach ein Abo da und unterstützt mich damit und helft mir dabei, vielleicht die 10.000 Follower noch zu packen. Gut, es sind noch 1.700 Follower, die da kommen müssen, aber das Jahr ist ja auch noch ein bisschen, also es könnte tatsächlich ja in diesem Jahr dann tatsächlich noch so weit sein. Bist du bei den Inside Years? Wenn ja, welche Vorteile bringt das? Dazu habe ich ein extra Video gemacht, oder es gibt sogar mehrere Videos auf dem Kanal, wo ich über die Inside Years spreche. Ja, ich bin Mitglied bei den Inside Years seit 2018 schon, das ist schon richtig lange. Und es gibt einige Vorteile, die man da hat. Man wird zu speziellen Sachen eingeladen, wie jetzt auch am kommenden Samstag, wenn ich die Alice Show mir dann schon mal anschauen darf, mit Begleitung und so. Man bekommt die News und sowas extra, aber viele von euch wissen schon, was Inside Ears ist. Und wenn euch das wirklich interessiert, dieses Thema, sucht einfach mal auf diesem Kanal nach dem Inside Ears Video. Gebt das einfach oben in der Suche ein und da erfahrt ihr dann wirklich alles Wichtige zu den Inside Ears. Wirst du auch mal andere Disney Parks besuchen? Irgendwann mal ja, aber wie gesagt, ist nicht geplant. Hast du zu deinen mehrgewichtigen Zeiten in den Kong Kong Coaster gepasst? Besser vordere Sitze dann nehmen. Tatsächlich ist es so, dass ich damals nicht in den Kong Kong Coaster im Europapark gepasst habe. Ich habe das damals mal versucht, bin dann mit Nathalie und Matthias von meiner Achterbahnwelt dort gewesen. Sven war auch da. Der ist aber nicht, glaube ich, mitgefahren im Kong Kong Coaster. Ich bin nur mit Nathalie und Matthias in die Warteschlange und ich musste halt rausgehen, weil ich tatsächlich nicht reingepasst habe. Ja. Vordere Sitze und so, ich kann euch das nicht sagen, ob es da irgendwie Big Seats oder sowas gibt. Ich glaube, die gibt es dort nicht im Kong Kong Coaster. Erst im Dezember, also nachdem ich dann schon ein paar Kilos runter hatte im letzten Jahr, habe ich es dann geschafft, auch den Kong Kong Coaster zu fahren. Und jetzt mittlerweile klappt das dann jetzt auch. Ne? Genauso habt ihr auch schon gesehen, Silverstar, ich muss nicht mehr Reihe 5 oder ich bin ja eigentlich noch nie Silverstar gefahren bis vor 2 Wochen, das erste Mal. Dachte, ich müsste Reihe 5 fahren, aber ich durfte mich auch schon in andere reinsetzen, habe mich dann sogar in der letzten Reihe gesessen und das hat gepasst. Also mittlerweile habe ich da tatsächlich keine Probleme in Wodan und alles Mögliche. Ich passe überall rein, ohne dass da jemand kommt und dann nochmal nachdrücken muss, worüber ich sehr, sehr froh bin und ich hoffe auch, dass das immer so bleiben wird. Das hat mir sehr, sehr viele Türen aufgemacht, gerade in der Freizeitparkwelt und ich habe jetzt dann vor 2 Tagen, wo ich mit Niki unterwegs war im Europapark, auch nochmal länger mit ihr darüber geredet. Für mich wirken die Achterbahnen oder wirken die Freizeitparks, sagen wir jetzt immer, einfach nochmal anders. Das ist genauso, ich habe nie so den besonderen Hang zum Europapark gehabt, weil ich das immer so als die Disneyland-Kopie gesehen habe, aber ich habe auch nie alles wirklich im Europapark erleben können. Erst jetzt, wo ich halt abgenommen habe, ist es mir möglich, alles Mögliche zu erleben und alles Mögliche zu machen und ich sehe den Park jetzt tatsächlich auch mit anderen Augen. Deshalb ist der Hang jetzt vielleicht zum Disneyland Paris im Moment bei mir auch gar nicht so groß, weil ich im Moment gerne andere Freizeitparks besuche, weil ich einfach so viel nachzuholen habe. Viele Sachen erst jetzt machen kann, ne, die vorher so nicht möglich waren und das macht mich einfach immer noch sehr, sehr happy und auch so ein bisschen demütig. Und in einem Video, was ich ja letzte Woche rausgebracht habe, ging es ja nochmal darum, um meinen Weg und alles Mögliche. Und ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen und positive wie auch negative. Viele, wo ich immer noch den Kopf schütteln muss, wie manche Leute, was die für Ansichten haben. Aber das werde ich auf jeden Fall in einem separaten Video nochmal genauer beleuchten, weil mittlerweile ist es tatsächlich so, dass mir bei manchen Sachen die Hutschnur hochgeht, wenn es um dieses Thema geht. Und ja, ich habe das alles öffentlich gemacht, aber es gibt einfach manche Dinge, die man sich nicht anhören muss. Und es ist echt krass, wie manche Leute so drauf sind. Das muss man ganz klar einfach mal sagen. Bist du dieses Jahr bei der Sommernachtsparty im Europapark? Es ist noch nicht geplant, so wirklich fest, weil wir eigentlich Tickets fürs Phantasialand für den Tag haben. Total dumm, ich weiß. Mal schauen. Also noch ist nicht aller Tage Abend. Es könnte tatsächlich noch sein, dass da was passiert, aber ich kann es tatsächlich jetzt noch nicht fest zusagen. Hast du noch Retro-Merch aus den 2000ern aus dem Disneyland Paris? Ja, habe ich bestimmt. Also ich habe hier so viele Figuren stehen, habe aber auch noch kistenweise Sachen auf dem Speicher. Vielleicht vom 20. Geburtstag oder so, 2012, gut, sind jetzt nicht 2000er, sind 2010er Jahre, da steht die große Big Figure da oben, aber jetzt so auf Anhieb fällt mir ja so nichts ein. Ich habe viele Bücher und sowas, was so wirklich ganz alt ist, aus den 2000ern noch und irgendwelche Broschüren, damals gab es immer noch diese Broschüren und kleine Schneekugeln und was weiß ich alles, also die ein bisschen älter sind, aber jetzt nicht, dass ich das euch jetzt hier in die Kamera halten könnte, um euch zu zeigen. Ich müsste mal gerade hier so an die Seite gehen.
Und mal schauen, ob ich da... Nee. Also tatsächlich auch jetzt hier auf dem Regal. Hab ich gedacht, ich hätte da vielleicht noch was älter ist. Aber habe ich jetzt nicht griffbereit. Also ja, ich habe natürlich Merch. Ich habe sogar Merch aus den 90ern noch. Ich habe damals jedes Zuckerpäckchen und so gesammelt. Also das war richtig, richtig krass. Aber ich habe es jetzt nicht griffbereit, um euch jetzt hier in die Kamera zu halten. Also tut mir leid. Aber wenn ihr wirklich nochmal ein Merch-Update haben wollt, wenn ich euch das alles nochmal zeigen soll, was hier bei mir an den Wänden hängt, was auf den Regalen steht und... Also es ist so, immer wenn ich hier so rumschaue, denke ich mir selber, du darfst auf gar keinen Fall mehr irgendetwas kaufen. Du musst wirklich schlau werden mittlerweile und musst damit aufhören. Und ich weiß, jetzt in ein paar Tagen sind wir wieder im Disneyland Paris und dann ist wieder irgendwas Tolles. Und ich denke mir, ja, oh komm, da hast du ja noch so ein kleines Plätzchen, da könnte man noch was hinstellen. Da könntest du vielleicht was verräumen und da könnte man noch was daneben stellen und so. Also es ist immer so, dass ich irgendwie noch einen Weg finde, was unterzubringen. Aber wenn man mal ehrlich sagt, es muss ja auch irgendwie noch Hand und Fuß haben. Ne? Und das ist mittlerweile echt schon so ein bisschen schwierig bei mir geworden. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Alleine, wenn ich dieses Regal hier hinter sehe, das ist eine absolute Katastrophe eigentlich. Also das ist im Grunde wie ein Laden. Ja? Aber ja. Ich muss da endlich schlau werden. So, das waren auch jetzt schon all die Fragen, die ich mir rausgepickt habe, die ich, wie gesagt, vielleicht noch nicht beantwortet habe oder länger nicht beantwortet habe. Viele Fragen natürlich wieder, die wir schon oft hatten, Reisetipps und sowas zum Disneyland Paris. Wann soll ich fahren, wann soll ich nicht fahren und so. Alles das habe ich schon in Videos hier verpackt. Auch da empfehle ich euch einfach mal die Suche zu benutzen auf dem Kanal. Sucht einfach mal nach Tipps und Tricks über das Disneyland Paris. Da sind so viele Fragen einfach schon beantwortet und... vielleicht habt ihr ja irgendwelche Ideen oder sowas fürs Wochenende, was ihr unbedingt gerne mal sehen möchtet, was ich vielleicht mal machen soll im Disneyland Paris. Wie gesagt, wir sind jetzt am Freitag, sind wir da, Freitagabend dann im Village und vielleicht ein bisschen im Park, Samstag den ganzen Tag im Park, Sonntag im Park Asterix, da freue ich mich schon sehr drauf. Und montags dann auch nochmal im Disneyland Park. Also wenn ihr irgendwelche tollen Ideen habt oder Wünsche oder so, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja, ich hoffe, dass das Video jetzt gar nicht so lange geworden ist. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr, weil die Uhr, ich habe ja kein Display hier vorne bei mir an der Kamera. Und ja, wenn das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos mehr verpasst. Wir sehen uns ganz bald wieder am Donnerstag mit irgendeinem Video. Ich weiß tatsächlich noch nicht was und bis dahin sage ich euch wie immer, bye bye.